Jetzt schauen wir mal zurück auf 40 Jahre Aktenzeichen XY. Der ZDF-Erfolg feiert heute Abend um 20.15 Uhr Jubiläum mit Rudi Zerne, die Jubiläumssendung. Wir blicken zurück auf eine der wirklich erfolgreichsten Fernsehsendungen in den letzten Jahrzehnten. Der ersten Sendung im Jahr 1967 merkte man schon beim Vorspann an, dass das Fernsehen insgesamt noch in den Kinderschuhen steckte. Alles schwarz-weiß natürlich, aber ganz großes Kino. Und Eduard Zimmermann erläutert seinem Publikum, dass es erstmalig mitwirken kann und sogar mitwirken soll. Wir machen Sie im Laufe dieser Sendung mit drei ungeklärten Kriminalfällen aus der jüngeren Vergangenheit bekannt. Sie können dazu beitragen, meine Damen und Herren, dass sie nicht ungeklärt bleiben. Drei Fernschreiber, auf die man offenkundig äußerst stolz war, standen bereit zum Empfang der sachdienlichen Hinweise. XY war von Anfang an ein Renner. Beeindruckend immer schon die nachgestellten Kriminalfälle. Damit erfand Eduard Zimmermann so ganz beiläufig das, was wir heute Reality-TV nennen. Und verblüffend erfolgreich diese kriminalistischen Kurzdokumentationen, wie im Fall eines weiblichen Opfers eines Sexualverbrechers, im Jahr 1980 war das, die konnte dermaßen genau die vielen Schlumpfaufkleber im Auto des Täters beschreiben, dass prompt ein Zuschauer anrief, der wusste, wem dies Auto gehörte. Wenig später klickten die Handschellen. Kultstatus erreichte nicht nur die Sendung insgesamt, vor allem die bald dazugeschalteten Kommissare in Österreich, der traditionell mit Halloween begrüßte Peter Niedetzki und besonders sein Kollege in der Schweiz, Konrad Tönz, wurde zur Kultfigur für eine riesige Fangemeinde. Nach ihm heißt sogar eine Bar in Berlin. Inzwischen steht Rudi Zerne am Moderatorenpult und er hat tiefen Respekt vor seinem Vorgänger. Sicherlich ist Eduard Zimmermann jetzt im herkömmlichen Sinne kein moderner Moderator, aber er ist ein Mann, der steht für dieses Produkt Aktenzeichen XY ungelöst wie kein anderer. Er ist das Original, ein Unikat. Tatsächlich, als Eduard Zimmermann sich nach 30 erfolgreichen Jahren Aktenzeichen XY zurückzog, schien eine Welt unterzugehen. Obwohl er sogar in vielen Ländern Nachahmersendungen hervorgerufen hatte, schien es, als könnte es ohne ihn gar nicht weitergehen. Es ging weiter. Rudi Zerne kann sich gar nichts Besseres vorstellen, als im Dienst dieser Sendung zu stehen, die jetzt Jubiläum feiert. Verbrechensbekämpfung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Also wenn es diese Sendung nicht gäbe, müsste man sie eigentlich erfinden. Aber Eduard Zimmermann hat sie erfunden. Und Rudi Zerne sorgt weiter dafür, dass XY den Verbrechern das Leben schwer macht und der Polizei die Arbeit leichter. Tja, und heute Abend gibt es wieder auf Verbrecher, 20.15 Uhr. Der gute Rudi wurde auch mal ins Visier genommen als Verbrecher. Ich wurde als Christian Klar verhaftet. 1978 hier am Düsseldorfer Flughafen hat ihn irgendjemand mit Christian Klar verwechselt. Dabei, Frank Feiern, sieht ja gar nicht ja, so. Überhaupt nicht. Da hatte der Polizist doch einen in der Krone. War ein Spaß.